morgen. Gucken wir mal in unserer Schwierigkeit. 4,21 am Tag 74, also der 75. Folge schon. Wer hätte das gedacht, dass ich hier so lange durchhalte? Wer hätte das gedacht? Ich hätte es ja nur gehofft, aber nicht gedacht. So, hier umbiegen. Nimmt alles auf. Ja, es nimmt alles auf. Das wäre immer ein bisschen blöd. Denn das ist ja Hardcore. Da könnte man ja dann meinen, naja, da hätte er irgendwie gecheatet oder was. Wenn das Bild mal nicht da ist oder der, ja, beim Ton ist nicht so schlimm. Aber es nimmt alles auf, kein Problem. So, eine halbe Stunde ist um. Wir haben 14 Schwämme. Das heißt, wenn wir mit trockenen Schwämmen da unten was trockenlegen könnten, das wäre ja auch nicht so schlecht dann. Muss ich mal gucken, wie das funktioniert und wie weit dieser Einfluss der Schwämme dann reicht. Erstmal müssen wir sie in den Ofen packen. Ich glaube, das war so, ne, dass man die im Ofen trocknen konnte. Jedenfalls meine ich, das gelesen zu haben. Na, Huhn, du bist auch schon seit über 50 Folgen hier am... Ne, wann habe ich diese Mauer gemacht? Hier außen. Versucht, das arme Huhn hier hochzukommen. Naja, man kann das nicht den Minecraft, wie heißt es hier, den Minecraft Monstern und NPCs nicht absprechen, dass die eine gewisse Art von Sturheit und Geduld haben, dass sie da über Monate lang versuchen, da rauszukommen. So, Prismarin. Tun wir mal hier rein. Das gleiche machen wir mit den Schwämmen. Das heißt, nee, die wollten wir in den Ofen packen. Genau. Geht das? Mal gucken, was dabei rauskommt. Kommt ein trockener Schwamm raus. So, dann gucken wir mal eben. Wir werden das mal testen im Hafenbecken hier. Wieso der Schwamm sich auswirkt. Setze ich den mal da unten hin. Ui. Gut ist. Fließt natürlich alles nach. Ach, ich habe noch die... Wie lange? Noch 42 Sekunden. Jetzt ist natürlich der ganze Hafen im Eimer hier. Okay. Dann wollen wir den Hafen wieder reparieren, ne? Reparieren. So, zack. So. Hier nochmal was hin. Ah, das ist alles irgendwie vermurkst hier. So, wie baut man den am besten ab? Mit dem Löffel. Gut. Okay, das ist auf jeden Fall fürs Hafenbecken eher nicht so geeignet. Was haben wir jetzt auch hier? Was haben wir denn da jetzt gemacht? Ja, das ganze Becken ist ja kaputt, Mann. So, irgendwie muss doch das hier wieder gehen, hallo. Ach, hier in der Mitte ist irgendwas vermurkst. Tun wir hier mal Wasser drauf auf die Mitte. Ich habe auch keine Lust, mich jetzt hier so lange mit dem Hafenbecken hier oben zu plagen, ehrlich gesagt. So,
Der ist noch. Wo haben wir noch? Hier haben wir noch. Lege ich das mal aus. Hier noch. Und hier noch. Und hier noch. So, jetzt ist gut, oder? Wenn ich jetzt hier unten abbaue, bleibt es gut. Na, prima. So, dann wollen wir uns mal wieder zu den Kühen begeben. So, dann machen wir hier mal so ein bisschen Wasser hin, damit ich auch diesen Eimer leer bekomme. So, 11 Dinger. Haben wir genug mit? Genug Platz mit? Ja, reicht. Okay, los geht's. Nächste Ladung. Kuhmilch. Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir eine Kuh direkt hier hätten, aber wie soll ich die Kuh über das Wasser hier rüber treiben? Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. So, ich nehme mal einen Schluck zu trinken jetzt. Hatte ich schon gesagt, dass wir den 19.07. haben? Sonntag? Ja, ne? Ich glaube schon. 0.54 Uhr inzwischen. Wobei, viele potenzielle Schiffsmörder hier hoch. Da muss man ja echt aufpassen. So, jetzt gucken wir mal mit F3. Wir haben hier eine Schwierigkeit von 3,35. Das ist doch immer wieder faszinierend, wie sich das ändert. So, die arme Kuh, die wird wahrscheinlich jetzt auch, bis ich hier in dem Let's Play sterbe, wird die hier stehen und versuchen, hier hochzukommen. Dabei braucht sie nur 5 Meter weiter schwimmen, die blöde Kuh. So, haben wir wieder Wasser irgendwie genommen? Nein, jetzt haben wir alles Milch. Wunderbar. Ab, wieder zurück. Mit Highspeed und Schmackes. In diesem Projekt ohne Musik, damit die Spannung richtig, damit ihr die Spannung knistern hört. Was ist das da für ein Punkt? Was ist das da für ein Punkt? Ist das ein fliegender Felsen im Wasser oder was? Sieht so aus. Was ist das? Ob das Wasser da nicht gerendert wurde und da Luftblasen drunter sind. War das vorhin auch schon? Ist mir noch nicht aufgefallen. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Ups. Adi-Boot. Ja, das mit dem Hafen ist noch nicht so ganz optimal. Man braucht da hinten noch so eine Quermauer, aber dann wird es schwierig mit dem Einparken. So, dann wollen wir mal weitermachen. Nächste Runde. Ja, wie lange machen wir das heute? Leitern wollte ich noch mitbringen. Ach gut, dann nehmen wir die Leitern noch mit. Weiter wollte ich noch mitnehmen, wollte ich sagen. Nicht mitbringen, sondern mitnehmen.
Und dann legen wir uns ins Bett, holen die Leitern und dann geht's wieder zurück. So, wo haben wir die Leitern? Da drin, jawohl. Naja, das reicht ja wohl, wenn ich da, sagen wir mal, so 10 Leitern mitnehme. Und inzwischen ist der ganze Schwamm hier getrocknet. Den nehmen wir dann auch mal mit. Den Cobblestone können wir hier lassen. Zumindest diesen isolierten. Wir werden auch so ein bisschen Sand noch hier lassen. Aber nicht da, sondern in der Sandkiste. Da ist die Sandkiste. Ja, ich glaube, dass hier diese 4 Dinger völlig ausreichend sind. So, gute Nacht, Marie. Ja, hast du dich angesprochen gefühlt, du Huhn. So,